Ich stehe hier an einem wunderschönen Platz, der seit ein paar Monaten tatsächlich auch Teil meines Alltags ist und sinniere so darüber nach, wie ich dahin gekommen bin. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie ich mich dem Leben in einer Familie mit vier Kindern auch und meiner eigenen Sehnsucht nach einer Kooperationsgemeinschaft, also dass wirklich jeder in dieser Familie so gesehen sich fühlt und so da sein darf, dass er bereit ist, in dieser Familiengruppe zu kooperieren. Und auf diesem Weg dahin habe ich ganz viel ausprobiert, gelernt, viel geweint, viel Schmerz gefühlt, viel Erstaunliches entdeckt und auch entdeckt, dass ich eine Fähigkeit habe, dieses Wissen, was ich da mühevoll gesammelt habe, destilliert weiterzugeben und das auch noch auf eine Art und Weise, dass das eigentlich nicht nur eigentlich, auch uneigentlich Spaß macht und ungefähr so schön ist, wie jetzt hier dieser Platz, an dem ich stehe. Und aus diesem Ganzen ist unsere Idee fürs Familienfestival entstanden. Das ist ein Format, das es so noch gar nicht gibt. Und zwar ist es ein Urlaub in einem 4-Sterne-Familienhotel im Sauerland. Es gibt 2 Tage am Anfang und am Ende mit ganz vielen Schnupperangeboten. Und dann gibt es in der Mitte von Montag bis Freitag 5 Tage zum vertieften Arbeiten mit sich selbst und auch seinem Körper, weil Körper und Geist doch mehr verbunden sind, als man das so manchmal glaubt. Und außenrum gibt es aber noch genug Zeit, um das, was man da vertieft erforscht und rausfindet und feststellt, gleich mit seiner Familie zu testen. Und viel Zeit aber auch, um mit den Kindern gemeinsam alleine oder angeleitet Aktivitäten zu machen, auch mal als Paar zu sein. Das ist also sozusagen eine Möglichkeit in unserer doch sehr zeitknappen Gesellschaft noch in einem Urlaub Zeit für sich, für die Familie, für persönliches Wachstum, für vielleicht sogar sich als Paar, je nachdem wie groß die Kinder halt auch schon sind, zu haben. Und das Ganze noch in einem Setting und einer Atmosphäre, wo diese Arbeit, die man da vertiefend, aber doch irgendwie nebenbei tut, sehr viel Spaß machen kann und Lebensfreude bringt. Und vielleicht auch noch, da man ja nicht alleine ist, neue Kontakte, neue Freundschaften, inspirierende Gespräche und einen einfach tollen Austausch. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich richtig stark darauf, das mit vielen Familien gemeinsam auszuprobieren.